Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Guide. Und zwar dreht es sich hier um einen Beginner Midlane Champion Guide. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es nennen werde. Und zwar habe ich mir hier einfach einen Champion rausgesucht, der erstens recht günstig ist mit 450, sprich, den kann man sich einfach mal gönnen, wenn man noch nicht hat. Und zum zweiten sehr anfängerfreundlich ist in der Midlane. Warum? Da gehen wir jetzt natürlich auch drauf ein. Wir werden einmal die Skills durchgehen, wir werden die Items durchgehen, wir werden die Masteries durchgehen und die Summoner Spells. Und ich sag mal dann, in nächster Zeit wird dann hoffentlich auch irgendwann Gameplay von ihr folgen. Der mich regelmäßig verfolgt, wird wohl gemerkt haben, dass ich jetzt schon über eine Woche kein Video mehr gemacht habe. Das ist ganz einfach dem geschuldet, dass die Uni wieder angefangen hat. Sprich, die Semesterferien sind zu Ende. Nein, es wird Zeit, dass ich wieder was mache. Nein, ich weiß nicht. Okay. Gut. Auf jeden Fall, ihr hört's. Ich wurde gefragt, ob ich zu den Guides nicht so eine Hintergrundmusik laufen lassen kann. Euer Wunsch ist mir Befehl. Hier ist die Musik. So. Und jetzt dann endlich zum Guide. Und zwar fangen wir wie immer mit der Passiven an. Und da ist es so, für jede Fähigkeit, die Annie benutzt, bekommt sie einen Stack. Und wenn sie 4 Stacks hat, dann stunt der nächste Spell, ja, für hier eine gewisse Zeit. Also es erhöht sich im Laufe des Spiels. Was ziemlich cool ist, und damit kann man krasse Plays abziehen, sage ich mal. Dann kommen wir hier zum Q-Spell. Ja, der hat eine recht hohe Reichweite. Mana-Kosten sind okay, sage ich mal. Abklingzeit von 4 Sekunden auf allen Rängen ist eigentlich auch okay. Und jetzt kommt das Coole an Annie. Ja, also, ich sag mal so, wer Top-Laner ist, wer AD-Carry ist, wer Jungler ist. Die haben meistens ein bisschen AD und haben es im Last-Hitten ziemlich einfach. Und hier ist es ganz einfach so, wenn ihr mit diesem Spell, mit dem Q Last hittet, also beim Farmen, Last hittet, bekommt ihr das komplette Mana zurück. Ja? Sprich, ihr habt auf Level 1 einen Angriff, der 80 Schaden macht, plus 80% AP. Ja? Sprich, das Last Hitten ist von Anfang an etwas leichter gemacht und ihr bekommt halt immer wieder das volle Mana, was ziemlich, ziemlich geil ist. Ja, und ihr könnt natürlich auch hier die Passive damit procken, aber da gehe ich nochmal genauer drauf ein, wenn wir alle Spells einmal durchgegangen sind. Dann haben wir den nächsten Fell. Und zwar ist es so, dass kegelförmig vor sie im Kegel von einer Kegelbreite 50 Grad so einen Flammenstoß, sage ich mal, abfeuern. Ist von den Mana-Kosten auch nicht ganz günstig, 8 Sekunden Abklingzeit ist schon etwas hoch, aber naja, hat eine recht gute Skalierung von 85 AP und der Damage geht auch ziemlich pralle hoch, ja, also hat hier nochmal ein bisschen bessere Skalierung als der Q und ist eine AOE, einzige Problem ist halt, dass es nicht so weit geht. Und wir können hiermit natürlich auch, wenn wir die Passive damit auslösen, einen AOE-Stun raushauen, ja. Ziemlich cool. Das nächste, geschmolzenes Schild, 20 Mana, ist nicht viel, Abklingzeit von 16 Sekunden ist ziemlich viel, sprich man muss sich gut überlegen, wann man die aktiviert, ja. Und hier ist es so, dass die Rüstung und Magieresistenz von Annie für 8 Sekunden lang erhöht wird. Hier sieht man die Skalierung. Ist ganz okay, ist halt ein netter Bonus, sage ich mal. Und es wird eben magischer Schaden an Gegnern, die Annie mit normalen Angriffen angreifen, zugefügt. Was auch ganz cool ist, 20 AP, Skalierung, bla bla, ja, ist nicht so viel. Aber es kann schon, es kann so das letzte Fünkchen sein, sage ich mal. So, und jetzt kommen wir zur ultimativen Fähigkeit. Und zwar mit einer 600er Reichweite, ist ganz cool, 100 Mana ist in Ordnung, relativ hohe Cooldowns, was mit 80 am letzten Stufe aber dann ziemlich broken ist, weil die Ultimate sehr, sehr stark ist. Und zwar kann man diese Ulti auf einen
gewisse, es ist auch wieder so ein AOE-Feld, es kommt direkt runter, also es hat eine minimale Verzögerung, ja. Genau, in einer breiten Feuerschwall, hier ist, also das ist diese Breite von diesem, von der Fläche, und verursacht magischen Schaden. Der Typ bleibt da, der ist ziemlich strong, der haut ordentlich auf die Fresse, hier sieht man die Leben und so, ich glaube hier unten, ja, ich lasse nur mal kurz hier, dann kann man die Stats angucken, da will ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Und was das Geilste ist, man kann auch mit dieser Ulti die Passive auslösen. Sprich, ihr habt 4 Stacks und setzt einfach mal den Teddybären in 4 gegnerische Leute ein. Ja? Sprich, da stehen 4 Leute, ihr haut die Ulti drauf, die sind alle 4 gestunt, kriegen AOE-Damage. Und was ich selbst nicht wusste, wenn Annie das geschmolzene Dingens, also hier die E-Fähigkeit, aktiviert oder aktiv hat, erhält der Tippers nochmal 300 zusätzliche Lauftempo, ja, was eigentlich ganz cool ist, bis das abgeklingt ist, ja, also nimmt halt hier ab, ne, also bleibt nicht bei diesen 300, sondern nimmt dann permanent ab, bis das Schild weg ist, ist eigentlich ganz nett. Und jetzt noch zu einem coolen Trick, wo das wahrscheinlich einige nicht wissen, und zwar, ihr könnt im Prinzip, wenn ihr 3 Stacks habt, ja, da gehe ich dann natürlich auch auf dem Gameplay nochmal genauer drauf ein, ihr habt 3 Stacks, werft die Q, also das ist ein, das ist kein, na, wie heißt's, also das ist Point and Click, sprich, ihr könnt einfach nur anklicken, das habe ich vielleicht noch vergessen zu sagen, das ist nicht wie Vega die Q, sondern ihr klickt einfach drauf und dann fliegt es dahin, also da kann man nicht dodgen oder so. Und das hier ist eben so ein einfachen Radius vor ein. Und zwar, ihr macht, ich bin jetzt wieder vom Thema abgewichen, ihr habt 3 Stacks, werft die Q, das wäre der 4. Stack. Jetzt könnt ihr in der Zeit, wo die Q auf den Gegner fliegt, ja, könnt ihr im Prinzip das geschmolzene Schild aktivieren. Sprich, dann habt ihr ja schon 4 Stacks und dann wird automatisch der Q zu einem Stun. Sprich, ihr werft die Q, habt dann sozusagen erst euren Stun ready, wenn ihr dann einen Spell macht, W oder E ist im Prinzip egal, dann wird diese Q noch zum Stun-Schuss. Und das wissen viele Gegner nicht und so kann man doch ganz gut outplayen. Problem ist halt eben, dass die Gegner eben sehen, wenn ihr 4 Stacks habt, ich zeig das gleich nochmal bei den Spells, gehe ich da nochmal schnell drüber. Ja, also die Gegner sehen halt, wenn ihr 4 Spells habt und der nächste ein Stun wird, aber wenn ihr 3 habt, sehen die das nicht. Ihr werft den Q, macht die E und der Gegner ist gestunt. Ja, das ist eine recht coole Mechanik. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal weiter in die, hier in den LoL-Client. Und zwar gehen wir hier auf Champion, Annie. Könnte jetzt ein bisschen laut werden, ich habe leider nicht gefunden, wie ich es leiser stellen soll. Und zwar haben wir, zeigen wir einfach das hier mal. Ja, so, ich habe es jetzt einfach so leiser gestellt, dass man mal sieht hier. Ich zeige es nochmal. So sieht Annie normal aus. Ja. Sie baut jetzt Stacks auf. Und hier dieser Wirbel. Das bedeutet, Annie hat jetzt einen Stun ready. Ja, und wenn wir jetzt aber den Q schießen, ja, schießen den Q und in der Zeit, wo das fliegt, aktivieren wir hier dieses Schild. Ja, mach's Schild an. Aktivieren wir das Schild und zack ist der Q zu einem Stun geworden. Hier sehen wir nochmal die Reichweite von diesem Kegel. Ja. Und hier die Ulti. Kratzen wir da drauf und dann gibt es einen fetten AOE. Ja, und man kann diesen Teddybär, der bleibt ja dann noch für eine Weile, den kann man lenken, indem man Alt gedrückt hält und dann die rechte Maustaste. Dann bewegt man nicht seinen Champion, sondern eben diesen Teddybären. So, das war das. Dann gehen wir mal kurz auf die Spells ein. Und zwar Flash immer Pflicht. Also Flash würde ich immer mitnehmen. Jetzt hat man mehrere Möglichkeiten. Wenn man zum Beispiel gegen einen Zed spielt, würde ich vielleicht sogar Exhaust mitnehmen. Das setzt einfach den Damage nochmal um einiges runter von dem Zed.
werden die meisten schon kennen. Man kann es mit Ignite spielen, das ist eine sehr offensive Variante, wenn man denkt, dass man den Lane-Gegner eben wegbullien kann und killen. Oder man nimmt Teleport, da so Ganks von Annie, also TP-Ganks oder auf die Lane-TPen, gar nicht so schlecht sind, da man ja einen Stun im Prinzip hat, wenn man ihn aufgeladen hat. Ja? Und wenn man dann so einen Tippers auf die Botlane setzt, da tut schon ganz schön weh. Jo, dann gehen wir mal weiter und zwar machen wir mal die Runen, sage ich mal. Hier gibt es wieder so unendlich viele Möglichkeiten, ja. Ich nenne jetzt einfach nur die, die ich mache, aber ihr könnt natürlich auch eure eigenen Runenseiten machen. Das sind einfach so, spiele ich im Prinzip generell meine APler. Und einmal hier die schöne Seite AP in your face, die könnt ihr ja auch einfach angucken. Wenn ihr mich hier oben bei Find Sumner eingebt, könnt ihr ja im Prinzip meine Runenseiten nochmal anschauen. Ich habe hier einfach in den großen Ability Power hier einen Mix von Leben und Armor. Da haben viele auch einfach nur Leben drin. Wobei ich, ja, das bringt halt einfach gegen Tower Shots oder gegen Minions bringt es nochmal was. Also hier ein Mix drin. Hier habe ich Full AP drin. Ja. Würde ich zum Beispiel gegen eine LeBlanc wahrscheinlich nicht machen, da hätte ich hier Magieresi drin. Aber ansonsten spiele ich eigentlich recht gerne hier mit dem AP in Blau. Und generell nehme ich hier Hybrid Pen mit. Einfach aus dem Grund, dass es sich leichter last hittet und da Annie ja auch eine große Reichweite hat, also eine Auto-Attack-Reichweite, gibt man doch mal den einen oder anderen Auto-Attack auf den gegnerischen Champion und durch die Armor Pen macht es dann nochmal ein bisschen mehr Aua. Dann hier so eine AP-Standardseite, also da habe ich, die würde ich jetzt im Prinzip gegen LeBlanc nehmen. Habe ich hier Magieresi drin und der Rest ist eigentlich gleich. Ja. Das war es im Prinzip schon so zu den Runen. Und dann gehen wir einfach auf die Masteries. Ich mache hier mal eine neue Seite. Mastery-Seite ist bei mir eigentlich bei fast jedem APler gleich. Ich mache es hier einfach mal zack, 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 zack. Ja. Wir haben hier die Cooldown Reduction ist generell nicht schlecht für die Spells. Ja, dass wir die halt öfter abhaben. Dann hier, dass wir ein bisschen mehr Damage an Minions und Monstern machen. Und hier, dass man eben 3 Leben und 1 Mana wieder bekommt pro gekillten Unit. Ist ganz cool. Das hier würden wir vielleicht gar nicht brauchen, da wir eh mit unserem Q Last hitten können. Und der macht ja sowieso schon nicht schlecht Schaden. Aber das hier ist eben ganz praktisch. Ein bisschen zusätzlicher Sustain. Ich denke, der Weg hier ist klar. Ability Power, hier bin ich sowieso ein großer Fan von. Ja. Einfach, dass man mehr Schaden macht gegenüber Leuten, die unter 50% HP sind. Und das ist halt recht praktisch, da wir mit Annie sowieso bursten wollen. Ja? Also wir haben jetzt keinen riesigen konstanten Schaden, außer vielleicht mit dem Tippers oder so, da der ja rumläuft und ein bisschen AOE-Schaden macht, ein bisschen auf die Fresse haut und so. Wichtig noch beim Tippers, wenn der Gegner es schafft, den Tippers zu lasten, kriegt er 50 Gold. Also wenn Tippers am Verrecken ist, schaut, dass der wegläuft und nicht unbedingt gegen einen Gegner stirbt. Das hier ist auch ganz cool, nehme ich eigentlich gerne mit. Hier hat man vielleicht noch die Alternative, wenn man das jetzt nicht unbedingt will oder wenn man da jetzt nicht so der Fan von ist, kann man im Prinzip Ga Dangerous Game weglassen und vielleicht das hier noch reinhauen. Wobei ich finde, 5% von Ability Power, nehmen wir mal an, wir haben 400 AP, das sind dann halt 20 mehr Damage, was wir bei Basic Auto Attacks machen. Also ich finde es nicht so pralle. Ich nehme es eigentlich nicht so gerne mit. Jetzt haben wir hier ein paar Varianten. Einmal, wir gehen halt hier diesen defensiven Weg, ja. Wobei wir da halt vielleicht ein bisschen Probleme mit Mana bekommen. Das würde ich vielleicht wieder gegen LeBlanc oder andere One-Shot-Champions spielen. Ansonsten spiele ich eigentlich ganz gerne so, dass wir hier die Kekse dabei haben. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Cooldown Reduction auf den Summoner Spells, was bei Annie nicht schlecht ist, da so ein Flash Ulti ganz cool sein kann. Kekse, klar, wir kriegen ein bisschen mehr Leben, bisschen mehr und wir kriegen ein bisschen Mana zurück. Ist auch recht praktisch. Hier erhöht sich die Duration of Pots nochmal und hier hat man generell mehr Mana. Also, das ist im Prinzip so die Möglichkeiten mit Mastery hat. Die bleiben eigentlich generell gleich. Man kann höchstens halt irgendwas austauschen für hier das, was ich nicht so pralle finde. Dann kann man hier einmal den defensiven Weg gehen oder man nimmt hier eben den
Weg, dass man länger auf der Lane bleiben kann und mehr Mana und so weiter hat. Das muss jeder für sich selbst wissen und halt bei den Matchups rausfinden, wie es bei fast jedem Guide immer predige. So, Item Set. Habe ich was vorbereitet? Habe ich nicht. Habe ich es nicht gespeichert? Das ist unglücklich. Gut, doch, hier haben wir es doch. Genau. So, Start-Items. Ja? Man kann generell mit der Flask starten. Das ist halt einfach dann so eine Farm-Lane. Wobei ich nicht gerne mit Flask starte, da das nicht so wirklich Stats gibt. Es sind halt einfach nur Pots. Ja? Wenn man jetzt gegen Yasuo oder Zed oder sowas spielt, kann man auch gerne mal mit einer Cloth-Armor starten. Warum nicht? Tut nicht weh. Man hat halt weniger Mana-Rack, als wenn man jetzt den Ring nimmt. Also ich nehme meistens den Doran's Ring. Und das läuft eigentlich auch, ja. Bei den Schuhen hat man die Möglichkeit, hier Cooldown-Reduction-Schuhe zu nehmen. Oder man nimmt eben die Magie-Penetration-Schuhe. Wobei ich eigentlich in den meisten Fällen mittlerweile die Cooldown-Reduction-Boots besser finde. Muss man halt ein bisschen mit den Items aufpassen, die man so baut, dass man nicht überstackt. Man kann aber natürlich auch hier die Sorcerer-Schuhe gehen, ja. Also beides eine Möglichkeit, die funktioniert. Und hier ist es halt so, dass die blaue Verzauberung nicht schlecht ist. Wenn man, vor allem wenn man mit Flash und TP spielt, dann setzt sich da ja die Cooldown runter. Man kriegt ein bisschen Movement Speed, bla bla, wenn man Flash benutzt hat oder so, ne? 20% genau. Bei Teleport sind es 30%. Und mag Flash. Ulti, also Flash Tibers Engage ist einfach so stark, dass ich gerne die Flash Cooldown runtersetze. Dann hier so das sind eigentlich im Prinzip fast Standard AP-Items, ja. Das ist so ein richtiger Standard-Champion, deswegen finde ich ihn halt auch nochmal nicht schlecht als Starter-Champion der Midlane, dass man sich ein bisschen mit den Items auseinandersetzt. Man hat hier eben einmal die Möglichkeit, Rod of Age zu gehen, sprich, das muss aber dann auch wirklich First-Item sein. Man baut hier den Catalyst, hat man nochmal ein bisschen mehr Sustain. Hat ein bisschen mehr Leben, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Sprich, wenn man ins Late Game skalieren will, dann baut man normaler, kann man den Rod noch bauen, da der ja Stacks aufbaut, bla bla. Ich erkläre jetzt nicht die einzelnen Items nochmal, aber sie ergibt halt gut Ability Power aufs Late Game betrachtet. Und ansonsten gibt er auch noch ein bisschen Sustain. Wenn man das nicht baut, kann man hier im Prinzip Morelos bauen. Ist recht günstig mit 2300. Gibt einem auch ein bisschen Cooldown Reduction. Man hat mehr Mana Rack. Ist eigentlich alles nicht schlecht und die Passive mit dem, dass man wie so ein kleines Mini-Ignite auf den Gegner macht, ist auch nicht schlecht. Abyssal würde ich im Prinzip bauen, wenn ich eben gegen eine LeBlanc oder sowas spiele und selbst viel AP habe, da das ja die Magie-Resi von Gegnern in der Nähe runtersetzt und es kommt natürlich allen AP-Champions zugute in eurem Team und nicht nur euch. Ludens ist ganz cool, hat man auch ein bisschen mehr Wave-Clear. Rabadons würde ich auch irgendwann zwischen reinpacken. Ja, also wahrscheinlich gegen den Zed würde ich natürlich das Sonyas rushen, ganz klar. Oder zumindest, wenn er nicht so gut spielt, würde ich hier den kleinen Part bauen. Und ich sag mal, wenn man so zwei AP-Items hat, kann man sich dann Rabadons gönnen. Da das ja nochmal die Ability Power um 35% erhöht. Und Void Staff, ganz klar. Ich sag mal, mit Anführungszeichen Late Game, je nachdem, was für Items man gebaut hat, kann man sich das dann gönnen, weil das dann einfach nochmal die Magie-Resi durchdringt. Und zu guter Letzt, macht auch nochmal ein bisschen tanky, und die Skills slowen dann noch, man kriegt halt Leben, Ability Power und so weiter dazu. Und gibt auch 100 Ability Power, ja. Also ist auch nicht schlecht, bisschen Tankiness. Aus diesem Pool von Items kann man sich dann im Prinzip aussuchen, was man möchte. Ich würde jetzt keine groß Tank-Items gehen, da würde ich einfach lieber Sonyas holen und hier Realize. Wenn man dann noch den Rod hat, dann ist man sowieso schon recht tanky. Je nachdem muss man das Item ja nicht bauen, weil der Gegner keine groß AP-Gefahr hat. Ansonsten baut man halt die zwei in Combo anstatt den Rod. Ja. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich kann hier einfach nur die Items aufzeigen und unterscheidet sich einfach so krass von Spiel zu Spiel, was man baut. Deswegen macht es da wenig Sinn, jetzt irgendwie zu sagen, ja, Alter, ich kaufe immer das und das und das, weil es ist einfach nicht der Fall. Ja? Es ist einfach nicht die Wahrheit. Ich überlege gerade, haben wir alles?
Matches wie Champion, Runen haben wir gemacht, Masteries haben wir gemacht, Spells haben wir gemacht, Item Set haben wir jetzt auch gemacht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass ich auch bald dann das Any Gameplay aufnehmen kann und hochlade. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Wünsche habt, was ich verändern sollte, keine Ahnung, die Musik ist doch nicht so geil, ich soll die doch weglassen oder irgendwie sowas, sagt's mir einfach. Und dann würde ich sagen, testet mal, probiert es aus, ist wirklich cool, ist nicht allzu schwer, da sie nicht viele Skillshots hat. Jetzt habe ich Wort Skillshots, was? Ja, Mann, jetzt habe ich es. Einzige Problem ist eigentlich, man muss so das gewisse Auge dafür entwickeln, wann man Flash-Tibbers raushaut, dass man wirklich so drei, vier Leute trifft. Und ansonsten auf der Lane stark, sie hat halt kein Escape. Muss man ein bisschen aufs Positioning achten, aber sie hat eigentlich eine gute Reichweite. Und damit verabschiede ich mich von euch und sage bis zum nächsten Video. Ciao!